Herzlich willkommen zurück bei Dust. Wir sind jetzt schon in Folge 16. Und leider immer noch unter Tage unterwegs. Aber wir sind ja fast am Ziel angekommen. Und dann bin ich sicher, dass wir bald wieder an die Oberfläche steigen werden. Aber vorher müssen wir noch das Geheimnis erkunden. Oh, da ist wieder unser Kind. Ah, jetzt spricht er wenigstens richtig. Vielleicht rennt er diesmal nicht weg. Na, doch. Es lässt doch zwei Haselnüsse fallen. Stimmt. These aren't mushrooms, Fidget. They are called bubble sprouts, and it would be wise for us to tread lightly around them. They react rather explosively to movement. Wonderful. Uah. Hilfe! Das erschwert ja das Kämpfen jetzt um einiges. Uah. Wenn ich mich ganz langsam bewege? Ne. Uah. Hilfe! Zum Glück gibt es ja noch keine Gegner. Ich will es nicht drauf anlegen. Aber... Ups. Ah, nein. Der hat gesessen. Aha, nix war. Ich hoffe, ich lande jetzt gut, ja. Puh, Speicherpunkt. Das erleichtert doch ungemein. Wo ist jetzt nach links? Aber hier geht's nicht weiter. Und deswegen müssen wir weiter runter. Oh. Da hat ja jemand einen ordentlichen Auswurf. Hallo, Monster. So, hier geht's noch weiter runter, ne? Dramatische Musik. Oh nein. Ach, da ist das Kind. Picking on little ones, huh? You will most definitely regret meeting me. Allerdings. Keep wary of the bubble sprouts, Dust. Or this battle will be over before it begins. Oh. Jetzt tritt genau das ein, was ich befürchtet habe. Alter. Fuck. Okay, das hat zumindest einmal funktioniert. Und ein zweites Mal. Puh, das hätte schief gehen können. Oh, jetzt rennt er wieder weg. And there he goes again. You're welcome, kid. Bye bye. Come now, Dust. He's obviously terrified. Let's go find him. And maybe get out of this raining death. Also wenn wir jetzt nie unsere guten Absichten unter Beweis gestellt haben, ich weiß auch nie, was sollen wir noch alles machen? Immer diese misstrauischen Kinder. Geh niemals mit fremden Menschen mit, ne? Ist auch richtig so, aber man kann es auch übertreiben. Oh. Hier wohnt ja anscheinend jemand. Schlammingen. Ah, das Kind ist von hier. I didn't think those monsters were smart enough to build a fence. Ah, ich glaube nicht, dass es von den Monstern ist. I'm certain they didn't. Let's hop on over. Wir machen jetzt Parkour. Das war spektakulär, oder? Voll krass. Ich würde gerne nochmal machen. Yeah. Jetzt noch fette Musik dazu und dann. Ja, gut.
Wir machen andermal mit Parkour weiter. There he is. Da ist er. Wo? Ach da. Bei Mutti. Your father's done gonna have himself a heart attack after he hears about this. Oh, was hat die denn für ein kleines Baby? Das ist ja niedlich. I'm sorry, Mama. Goodness, what would I do if you've gotten yourself hurt? Ah, Mama, look! Those things must have followed me! How'd they jump my fence? Crafty vermin, those surface dwellers. Oh mein Gott, die hat einen Löffel. She does see that I can fly, right? Das Detail könnte man außer Acht lassen. I'll be sure to tell her, Fidget. I'm sure that'll clear things right up. Das denke ich auch. Guten Tag. Back! Back, you beast! I got this ear spoon and I ain't afraid to use it! We aren't here for trouble, ma'am. In fact, we just saved your son. Huh? What are they talking about, Bobo? Bobo? Well, they have been following me for a while. DJ Bobo? Nee, muss ein anderer sein. What? How far out did you go? I may just save the spoon for you. Nein, bitte nicht. Nicht der Holzlöffel. I'm sorry. We just came down from the surface to... Do I look like some country bumpkin to you? Of course you're from the surface. I think I'd remember seeing a talking, flying weasel cat thing down here. I think we got off on the wrong foot here. My name's Dust, and this is Fidget. Some creatures attacked a village above these caves, and we're trying to figure out why. Attacked a surface village, you say? Well, if that don't beat all, we underground folk tend to keep to ourselves. Got enough problems of our own already. I'm sorry to hear that. Actually, what I'm saying is, we got enough problems of our own without you surface folk bringing all that nonsense down here. So, if you don't mind... Come on, Dust. We're obviously not wanted here. Sieht leider so aus. Wait! That's enough, Bobo! You ought to get back to your chores before I take out the spoon again! Mama, I've seen them fight! They even got themselves a talking sword! I bet they could help! Young man, I don't care if their sword spouts rainbows and bowls of delicious baked beans. I don't want their help. Stop saying that! Pa's gonna die if we don't do something! Die? What's going on? Oh, jetzt kommt Dramatik auf. Well, our healing wells have gone and run dry. And my pa's done gotten real sick. That's why I went out. To find some more of that water. I hate saying it, but it's true. See these mud pots lying around? Normally they're bubbling to the brim with mineral water, but just a few weeks ago, they dried up to nothing. But that still don't excuse you from putting yourself in danger like that! I may not be able to help your father, but I sure as heck ain't gonna lose you too! Mama! I wonder if those monster attacks on the surface could be related to your wells drying up. Womöglich. I wouldn't be at all surprised. It's been a couple weeks since the water dried up, but every creature here is feeling the effects. I'll bet those creatures broke through to the surface looking for more water. Klingt zumindest nach einer plausiblen Erklärung. Mama, maybe these two can go talk to the lady. Mit der Herrin? Wer ist das denn? The lady? Oh, she's a sweet old soul. Lives deep in the caves, makes the waters flow. She doesn't show herself around here too often, and we can't actually go see her on account of all the nasties living between here and there. Schade. Ich dachte, die Herrin wäre eine etwas jüngere Frau. Naja. In that case, I'll go speak with this lady and see why she stops the flow of water. You do that? Natürlich. This can't all just be a coincidence. The attacks on the surface, your wells drying up. I'm certain this lady must know something about what's going on. Well then, I had you folks pegged all wrong. If you aim to help my husband, I promise not to clock you with my wooden spoon of justice. Das klingt doch gut.
Thanks. So, you're heading down to talk to the lady now? You'll help my paw? Genau, das machen wir. We'll do our best, Bopo. Just don't go running off again. You got my word. Sehr schön. Mission aktualisiert. Du hast tief in den Kiromon-Höhlen das kleine Dorf Schlammingen entdeckt. Bobos Vater liegt im Sterben und kann nur von einer Kreatur gerettet werden, welche die Herrin genannt wird. Sieh dich im Dorf um einen Weg in ihre Kammer zu finden. Ja, im Dorf umsehen. Dann schauen wir doch gleich mal in das Haus hier rein. Oh, das ist ja niedlich gemacht. Ah, das ist... Hier ist der kranke Vater. He's sleeping peacefully. Let's leave him alone. Ja, gute Idee. Recht spärlich eingerichtet. Ein Kamin, Tür. Das hier scheint eine Treppe zu sein. Zwei Betten, Kerzen, das war's. Aber gut, man weiß ja nicht, was hier noch unterhalb ist. Quasi im Keller. Ich bin ja gespannt, wer hier noch so... Wen haben wir denn hier? Smobob. Das ist kein Kätzchen. What? Me? It's a flying cat! Und sie kann sprechen. She's not a cat, little girl. She's a... I don't even know what she is. Es ist ein Fidget. I'm not a cat, you dolt. I'm a Nimbat. Ah, alles klar. Is that what you're called? A Nimbat? Ameisenbeutler. Klingt gefährlich. Yes, hello. My name's Fidget. Maybe we've met. Can I hold it? I want it. Ist aber meine. Just do something. It's trying to grab me with its little child hands. Don't worry, Fidget. Sorry, what's your name? Smobob. Well, Smobob, I'm sorry, but as much as she might look like one, Fidget is not a toy. Richtig. Hey! Was denn? Oh, I want her! She talks! I'll trade you. Look, I've got this box thing. Hey, Dust, look! That must be Reed's box! Ah, guck an! Tell you what, next time I go to the surface, I'll see if I can find a suitable replacement. Then we'll trade. Phew, good idea, Dust. You know, that shop in Aurora had some things. Maybe the shopkeeper could figure something out for us? Oh, ob ich das noch weiß, wenn wir an der Oberfläche sind? Ich werde auf jeden Fall versuchen, dran zu denken. Vielleicht kann man da eine Katze oder einen Hasen kaufen. Und dann kriegen wir Weeds Box wieder. Yeah, maybe you can make us some kind of fidget doll for her. After all, she's far too young to take care of a pet like you. Das stimmt natürlich, das habe ich jetzt außer Acht gelassen. Da wäre doch die Fidget-Puppe das ideale Spielzeug. Wobei, wenn man dort eine Fidget-Puppe machen könnte, ich würde auch eine nehmen. Yeah, way too much responsibility for... Hey! Eine bessere Fidget. Ja, Smobob in Schlammingen besteht darauf, dass sie Fidget haben muss. Du widerstehst dem Drang, ihr die echte Fidget auszuliefern und entschließt dich, einen würdigen Ersatz zu finden. Am besten in Form einer Fidget-Puppe. Die besten Chancen hast du beim Kaufmann im Dorf Aurora. Was heißt hier dem Drang widerstehen? Die echte Fidget, die gebe ich nie wieder her. Ist jetzt meine. Also, nicht direkt meiner, aber quasi mein treuer Begleiter. So, was gibt's hier noch Schönes? Geht's nach oben? Da ist jemand. Aber erstmal gucken wir hier drüben. Da ist noch jemand. Oh, hier sind wieder so viele Menschen. Beziehungsweise Kreaturen.
Ah, hier ist wieder unser Schaf. Oder ist es ein anderes? Es gibt's hier oben. Da geht's weiter. Alles klar. Hier gibt's ein Resonanztor. Fehlt uns noch der passende Stein. So. Hier unten haben wir alles gesehen, offenbar. Hier warten wieder einige Dialoge auf uns. Aber ich suche erst einmal einen Speicherpunkt. Denn ich würde gerne erst einmal eine Aufnahmepause machen. Weil ich doch mittlerweile etwas müde bin. Allerdings, wenn sich hier kein Speicherpunkt finden lässt, dann ist das eher ungünstig. Ich spring dann mal hier oben und falls da doch keiner ist, dann muss ich eben noch eine Folge dranhängen. Speicherpunkt, Speicherpunkt. Hm? Nein. Okay. Dann machen wir es eben anders. Ich beende an dieser Stelle die Aufnahme und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder dabei. Bis dahin!